Was geht, Freunde? Wir sind die Freekickers und wir sind heute im schönen Dresden und drehen mit Johann von Zwickau. Was geht? Und mit Kammer von Dynamo. Das Ganze möglich gemacht wurde von der Torpedo-Gruppe, Exklusivpartner von Dresden. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ich würde sagen, einer fehlt noch. Ja. Ja, wir können mal loslegen. Das ist der Erik, einen kleineren Torwart gab es hier in Sachsen nicht, deswegen starten wir jetzt rein. Let's go. So Leute, wir schnicken, um zu schauen, wer die Reihenfolge festlegen darf. Schnick, schnack, schnuck. Ja, okay, du hast gewonnen. Ja, du als Erster, du Zweiter. Und du machst das Schlusslicht? Ich mach als okay. Erster. Ich muss sagen, Freunde, das ist zwar dritte Liga, aber der Campus hier und die Qualität vom Rasen und so alles, boah, ich sag, das ist erste oder zweite Liga, also Hut ab vor Dresden, richtig stark. Freunde, ihr kennt es von unseren Profi-Challenges, wir starten mit Five Shot. Die Bälle liegen schon bereit, deswegen starten wir. Hey. Oh! Gut, Erik. Junge, der fliegt ja, der hat die ja locker. Ja, die hat er sicher. Ja! Sicher, Drecksball, komm. Wow. Machen wir das besser? Wir sehen. Weiß ich nicht. Ist fair? Nein, also ich glaube nicht. Dreimal von fünf. Ich bin ehrlich, ich mach das nicht besser. Drei Leute. Starker Durchgang. Wie ärgerlich mit dem 1 gegen 1. Johann, was sagst du? Wie viel machst du? Was Ziel? Mindestens ein. Nein, zwei. Zwei ist Ziel? Drei. Noch einmal durchatmen, dann sagt er vier. Stark, gut, Johann. Elva ist auch drin. 1 gegen 1 hält der Keeper. Und wenn der sich aufbaut vor dir, ne? Ja, das ist die Ecke komplett zu. Das ist unfair. Das ist eigentlich ein Basketballer, Alter. Ja, ist krass, ne? Oh, schade. Weiter geht's. Hat der Keeper. Jetzt machst du, Johann. Guter Erster. Oh, okay. Weiter. Erster Durchgang zum Reinkommen. Okay. Will ich nur zum Reinkommen. Stark. Aber ist auch Auswärtsspiel für dich hier, ne? Ja, genau. Ist auch noch mal schwieriger. Ich habe gerade schon gesagt, für Johann ist eigentlich Auswärtsspiel hier, ne? Deswegen für jetzt für dich als Heimspiel, was setzt du dir als Ziel? Also da ich. Aber letztes Mal, wir haben gewonnen hier im Pokal. Oh, Zwickau hat letztes Mal hier in Dresden gewonnen. Ja, das stimmt. Wie viel machst du? 2, 3, 4? Ich muss realistisch sein als Innenverteidiger. 2. Okay. Er hat 2 gesagt, Erik. Du kennst deine Aufgabe. Erik, ruhig, ja? Kam er mit seinem ersten Elfer. Boah, stark. Oh, hat der Keeper bisher jedes 1 gegen 1? So groß, weiß ich. Ja, super schwer gegen ihn. Oh, aber gute Technik als Innenverteidiger. Trotzdem gut. Ja, oder? Ja. Junge, der ist so riesig, das ist geisteskrank. Guter Erster. Ja, erster Kontakt. Super. Oh, unlucky. Schade. Unlucky. Ja. Sollen wir machen. Trotzdem gut. Ja, hast du auch eins? Auch eins. Gut. Eins. Ja, ist eins. Gut für uns, ne? 3. Wir machen einen zweiten Durchgang, Jungs. Steht 3-1-1. Ich glaube, die Jungs steigern sich im zweiten Durchgang, deswegen muss ich auch noch mal einen drauflegen. Führung ausbauen heißt. Erik, komm, Junge. Konzi, was sagst du? Ich glaube, 2 Stück. 2 Stück? Hat er! Ja, Junge, so kenne ich dich. Bleib drin! Ja. Nein. Was ist denn das? Kritisch. Oh, gut rausgeguckt. Ey, das gibt's nicht. Ja, war ein super Schuss. Sind die 2 Dinger. War ein super Schuss. Wow. Ja, ist einfach zu gut. Ist einfach zu gut. Kein nochmal, oder? Hä? Kein nochmal. Ja, das ist schon stark. Das müssten wir theoretisch alle treffen. Ey, nach dem Elfer jetzt noch 3 hinzulegen. Konzi? Waren es 3? Ja. War aber kein Foul beim 1 gegen 1, oder? Nee, alles gut. Nee, ich hab dich nicht getroffen. Gut, Torwart sagt, war okay.
Also wenn einer von euch 5 macht, dann seid ihr Gewinner, Sieger direkt. Also Jungs, ihr habt's gehört, wenn einer von euch 5 macht, gibt's nochmal +1. Das heißt, ihr kommt auf 7. Müssen wir auch realistisch sein, ne? Bei dem Ganzen. Auf geht's, Johann. Oh. Erik, so kenne ich dich nicht, Junge. Stark. Ja, macht er gut. Komplett asozial gegen Finn Torwart. 2 Tore hast du aus 2 Schüssen. Oh, auch drin. 3 von 3. Alter, jetzt habe ich ja richtig Druck. Der ist drin! Der ist drin! Boah, Johann! 4 von 4. Nein! Wow. Alter! Wow. Ey, krass. Ey. Krass, wirklich. Nach einem im ersten Durchgang so einen Durchgang hinzulegen. Das ist nicht dein Auswärtsspiel hier, weißt du? Das Heimspiel hier. Ja. Respekt, Johann, richtig stark, wirklich. Aber Kammer, kein Druck jetzt, ne? Ja, ja, gar kein Druck. Es ist der Hammer. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie man hier in Dresden mit Druck umgeht. Stark, wie der Erste, sehr gut. Auch stark, 2 von 2. Schade, weiter geht's. Weiter Freistoß, letzter an. Und hier sah gut aus eigentlich, ne? Ja. 4 und jetzt kommt der letzte. Guter Erster. Oh, hey. Junge Erik, was los? Mögt ihr euch? Ja, doch. Mögt ihr beiden euch? Er ist so stark. Guck mal, jetzt als Beweis nochmal Küsschen geben. Stark. Jungs, am Ende so 2,5 von 5, ne? Ey, ja. Erik stark, wirklich. Wahnsinn, da kannst du in den Winkel schießen, da kommt trotzdem einer und kommt noch mit den Fingerspitzen dran. Sehr, sehr stark. Puh, Endergebnis 6, 5, 3. Alles klar, wir sehen uns in der zweiten Challenge. Freunde, dadurch, dass wir einen Innenverteidiger und einen Stürmer bzw. Zehner hier bei uns haben, machen wir jetzt eine 1 gegen 1 Challenge. Der Verteidiger steht zwischen 11 und 16er, spielt einen Ball. Und sobald der Stürmer den Ball hat, geht es ins 1 gegen 1. Und wenn man da vorbeikommt, hat man noch den Endgegner Erik. Deswegen starten wir jetzt rein. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wer die Reihenfolge bestimmen darf. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, schon wieder. Also du kannst quasi entscheiden, wer verteidigt zuerst, wer greift zuerst an. Und wir rotieren quasi so, dass der Angreifer danach in die Verteidigung geht. Ja, dann fange ich an mit Verteidigen. Du fängst offensiv an. Okay. Geil, dann darf ich gegen Johann verteidigen. Ist auch super. Beine nicht koordiniert. War es ein Beini? Nee, war gar nichts von allem. Bei FIFA hätte ich verteidigen -5. Boah! Oh. Ey, eigentlich du hattest ihn schon. Du hattest ihn schon. Stark gemacht. Unglücklich, unglücklich. Ja. Viel mehr Tempo als ich muss ich mir für den zweiten Durchgang aufheben. Das ist ja die Frage, was ich mir hier ausdenke. So, Johann hier mit dem ersten Tor. Maximal unglücklich für mich bisher gelaufen. Ach, den Elastico. Ich muss ja was probieren. Ja, klar. Jetzt gemacht. Jetzt gemacht. Ja! Super gemacht. Richtig. Richtig. Und jetzt den Johann verteidigen. Johann, jetzt, sorry, jetzt muss ich leider grätschen. Oh. Oh. Noch drin. Nice, er hat wieder doch nicht. Ja! Ey, das wäre schon wieder Wahnsinn gewesen, hätte er den noch reingemacht. Das ist das gleiche wie beim ersten Mal. Ne? Guter Erster, kann man es im 1 gegen 1 geht vorbei. Oh. Tadellos. Steckt doch so ein kleiner Stürmer in dir, oder? Ganz, ganz, ganz kleiner. Ganz, ganz kleiner. Zweiter Durchgang ist durch. Wir haben alle ein Tor. Das heißt, wenn ich gewinnen will, muss der jetzt rein. Warum? Ich mache mir immer so Selbstdruck, ne? Ah, boah! Geht's? Ja, klar! Junge, da sieht man mal Körpereinsatz, dritte Liga, bam! Der ist da, bam! Ist noch alles dran, Felix? Ja, ist alles dran. Bei Luca Kilian ging das irgendwie einfacher. Schauen wir mal, was passiert. Komm, Felix. Oh, ja.
verteidigt er das! Beim dritten Mal hat er ihn ganz klar. Also wenn in dir ein Stürmer steckt, ne, dann steckt in mir schon so ein kleiner IV, hä? Ja, kleiner. Okay, das letzte Duell. Hey! Bitter. Ist das bitter? Hat ihn auf dem Fuß. Ich glaube, die besten 1 gegen 1 hat hier echt der Innenverteidiger, ne? Ja, ey. Ich muss da irgendwas ausdenken. Freunde, die 1 gegen 1 Challenge ist leider unentschieden ausgegangen. Wir haben alle ein Tor erzielt. Deswegen machen wir jetzt Sudden Death, Elfmeterschießen. Wir lassen die Reihenfolge so gleich. Das heißt, ich fange an und wer verschießt, ist raus. Okay, erster Schuss. Oh. Er hat die richtige Ecke und bei der Größe. Ich dachte auch, er hat, glaube ich, kurz gezögert. Ja, ne? Ähnlich wie ich? Ja. Junge, der schießt die so stark. Kannst als Videobeschreibung nehmen. Erling Haaland wäre stolz auf diese Elfmeter. Zweiter Durchgang. In der Mitte. Boah, den hätte er so gehabt, wenn er rechts wäre, aber. Boah, super geschossen. Ich glaube, den hat er auch nicht, wenn er in der Ecke ist. Hoch in die Mitte, super sicher. Alle sicher bisher. Jetzt Keeper hält alle drei. Hey, 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 kein böses Blut von außen. Schon wieder verladen. Stark. Stark. Junge, hier brennt nichts an, Konzi. Komm, Erik. Genau neben Pfosten halt, ne? Ja, voll. Sind zu stark geschossen. Atta. Oh. Stark, Alter. Wow. So, wir haben jetzt jeder 4 Stück getroffen. Ihr seht es eingeblendet. Wir machen jetzt eine Weakfoot-Runde. Heißt schwacher Fuß auf jeden Fall. Let's go. Kacke, Mann. Ja, war knapp halt, ne? Wow. Wow. Johann. Wow. Sehr, sehr stark, wirklich. Komm, und wenn du verschießt, hat er gewonnen, ne? Ja. Komm, Eric. Jetzt machen wir schon Weakfoot. Die werden immer besser, die Elfer. Ja, wirklich. Junge, Junge, Junge. Platziert unten in die Ecke, was willst du da machen? Die sind alle so sicher. Also Erik, kannst du nichts machen. Wow, stark. Noch nicht einmal dran gekommen, oder? Das ist Wahnsinn, ne? Ist mit Risiko? Nein, mach so, wie du willst. Warum bleibst du stehen, Mann? Provozieren und provozieren, Mann, lassen halt. Ne? Stark, Glückwunsch. Ey, Jungs, verdient. Ich sag, wir machen hier eine kurze, schnelle Runde, Elfmeter Sudden Death. Jetzt bleibst du stehen. Erik, gut Junge. Das war's mit dem Video, Freunde. Wir haben leider keinen klaren Sieger, aber die Jungs haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie mindestens in die dritte Liga oder sogar höher gehören. Hat Bock gemacht. Vielen Dank euch für eure Zeit und vielen Dank an die Torpedo-Gruppe, dass das Ganze möglich gemacht wurde. Und wir haben noch eine zweite Challenge abgedreht. Die seht ihr demnächst. Deswegen freut euch drauf. Bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao, ciao.